Hier an der Kempner St. Mangbrücke hat Wasserkraft Tradition. Darauf weisen die Mühlsteine gleich neben der Brücke hin. Sie gehören zur Papierfabrik, die hier früher einmal stand. In Zukunft soll die Wasserkraft hier wieder genutzt werden. Das AÜW plant, das Restwasser der Illerstufe zur Stromerzeugung zu nutzen. 500 Haushalte sollen so mit Strom versorgt werden. Wirtschaftlich wird das, weil das nahegelegene Illerkraftwerk eine neue Betriebsgenehmigung braucht. Um diesen Wasserrechtsbescheid zu verlängern, bauen wir eine neue Fischtreppe hier an dieser Stelle. Und diese Fischtreppe veredeln wir noch durch ein Dotationskraftwerk, durch ein Restwasserkraftwerk. Die Fischtreppe als solches ist ja per se nicht wirtschaftlich. Und dann ist es natürlich so, wenn ich insgesamt eine Baumaßnahme habe, dann kann ich dieses Restwasserkraftwerk, was hier im Hinten, das Restwasser, die Restwassermenge, die Sie im Hintergrund hier ein bisschen rauschen hören, kann ich die natürlich energetisch nutzen. 800.000 Euro kostet die Fischtreppe. Da lohnt es sich, ein kleines Kraftwerk mitzubauen. 2 Millionen Euro wird das insgesamt kosten. Wegen der schönen Lage mit Blick auf Iller und Altstadt haben sich die Altstadtfreunde Kempten in das Projekt mit eingebracht. Uns war es einfach wichtig, dass wir vor 3 Jahren, 4 Jahren das Iller-Erleben ja ins Leben gerufen haben, dass diese exponierte Lage hier dementsprechend auch aufgewertet wird und den Bürgern zugänglich gemacht wird und dadurch ein Mehrwert für Kempten selber entsteht und die Iller mehr erlebbar wird, als es bis jetzt an dieser Stelle möglich ist. So wird beim Bau des Kraftwerks der Parkplatz auf 13 Plätze verkleinert und eine große Terrasse geschaffen. Geplant ist, sie für Gastronomie zu nutzen. Sehr viel Platz dafür ist aber nicht, denn es soll weiterhin viele Bäume hier geben. Sie dienen nämlich Fledermäusen als Navigationspunkt. So fehlt der Platz für eine Gastronomie, die sich ganzjährig trägt. Die geplante Lösung? Aktuell soll es in die Richtung einer Saisonalität gehen. Das heißt also, über die Sommermonate soll es bespielt werden. Da ist es natürlich wichtig, dass man jetzt schon auch in den Planungen berücksichtigt, dass man die Infrastruktur, sprich Gas, Wasser, Strom, mit involviert in das Gebäude und dort dann die Voraussetzungen geschaffen hat, dass wenn morgen ein Gastronom kommt und sagt, ich mache hier was, weil es sehr schön geworden ist, dass man gleich anfangen kann und nicht wieder von vorne anfangen kann. Einen möglichen Betreiber hat man noch nicht gefunden. Dafür bleibt aber auch noch etwas Zeit. Ende März soll Baubeginn sein, das Kraftwerk im Dezember in Betrieb gehen. Die Gastronomie könnte dann zur kommenden Sommersaison eröffnen, damit nicht mehr nur die Enten ihr Nahrung finden.